Moin, moin zu Lebenslang 1. Den werden wir beim Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, wieder zurück quasi hier vom WM-Finale. Das müssen wir trotzdem nochmal erwähnen. Das war ja wirklich ein atemberaubendes Spiel. Da weiß man, warum man Fußballfan ist und nicht immer ins Kino geht oder zur Theateraufführung, weil das waren ja Szenen in den 30 Minuten, so ab der 80. Minute. Ja, was will das Fußballherz mehr? Da drunter und drüber. Da kann ja sozusagen der Austragungsort egal sein, war phänomenal, was man da gesehen hat, oder da war alles dabei. Das vielleicht mal als Auftakt hier. Ja, moin Sepp, moin liebe User, also es war echt grandios. Du hast es aber gerade gesagt, das muss ich nochmal wiederholen, ab der 80. Minute, ne? Also vorher 79 Minuten lang, muss ich echt sagen, was war mit den Franzosen los? Hatten die keinen Bock? Waren die schon vorher satt? Wollten sie kein Weltmeister werden? Ich weiß es nicht. Aber als dann das 1-2 fiel durch den Elfmeter von Mbappé, da war es ja ein Fußballspiel. Deshalb lieben wir alle diese Sportart. Aus diesem Grund, dann machen die das 2-2 noch, dann gehen sie 3-2 in Führung, dann denkst du wieder, die Sache ist durch. Nein, nein, dann machen die Franzosen noch das 3-3. Dann die Riesenchancen, das 4-3 für Frankreich, dann der Kopfball von Argentinien, dann wäre das 4-3 für Argentinien gewesen, die Chancen dafür. Ein Traum, dann das Elfmeterschießen. Das ist natürlich bitter, dass so ein Finale im Elfmeterschießen entschieden wird. Aber auch als Fußballfan nichts Geileres. Und unterm Strich gesehen nochmal zusammenfassend, ich will nicht großartig darüber reden, weil wir ja Werder Bremen-Fans sind, aber die WM, also das WM-Finale, grandios, absolute Weltklasse. War ein WM-Finale würdig und meiner Meinung nach lassen wir die deutschen WM-Siege jetzt das 1-0 jeweils gegen Argentinien 1990 und 2014 außen vor. Geilste Finale von der Spannung her, was wir je gesehen haben. Ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Und damit wir direkt auch dann den Switch machen, damit ihr auch alle bei uns bleibt, zu Werder Bremen. Hier meine Wettschulden, ja. Ihr seht es schon, das Trikot ist da. Ja, ich drehe es auch mal ein bisschen um. Mit der Rückennummer auch, es ist schwer zu sehen. Ich glaube, ich bin jetzt gerade komplett weg, ne? Genau, ja. Ja, aber kommt auch nochmal da rein. Ich muss mal meinen Hintergrund ändern. Das ist dann mehr so ein Gespensterhemd. Aber wie gesagt, wird angezogen. Ist angekommen, also da können wir direkt loslegen. Und nicht nur Weltmeisterschaft war ja, sondern auch die beste Mannschaft in Europa. Manche sagen sogar, der Weltwerder Bremen hat natürlich gespielt gegen ein Spitzenspiel gegen den SV Meppen im Testspiel. Und da weißt du schon, unser neuer Füllkrug-Ersatz, Tom Berger aus der U23, hat natürlich gescored. Und ich denke mal, du bist ähnlich zufrieden wie Ole Werner, der natürlich berauscht war von dem 1-0-Sieg im Testspiel, oder? Ja, total, auf jeden Fall. Also, wer gegen SV mit dem 1-0 gewinnt, der kann ja nur deutscher Meister werden. Die Bayern können sich warm anziehen in der Hinsicht. Wer sowas, vor allen Dingen in der Winterpause, die ganzen Stars sind bei der WM und die ganzen Werder-Stars spielen SV mit 1-0 an der Wand. Jetzt mal ganz ehrlich, das Ergebnis sagt ja alles aus beim 1-0. Abwehr steht, Pavlenka hat ja nicht gespielt, ne? Zetra hat, glaube ich, gespielt, ne? Genau. Genau. Also wie gesagt, dann, wenn Zetra im Tor steht, mit einem Augenzwinkern, jetzt ihr wisst, ich bin Pavlenka-Fan, wenn Zetra im Tor steht, dann wird auch mal zu Null gespielt und wer gegen den Drittligisten SV Meppen kein Gegentor kriegt, wer will uns da noch schlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab, definitiv. Also passt, läuft, ohne Gegentor. Ich denke mal, die Null muss stehen. Hat Ole Werner jetzt auch verstanden und jetzt geht's aufwärts. Tom Berger, wie gesagt, Füllkrug kann gehen. Der garantiert uns ja eine Rückserie mindestens 10 Tore. Ihr merkt schon, genau, wir haben hier die Clowns mit in großer Menge hier gefrühstückt, hier die Scherzkekse. Also ja, klar, Spiel, was soll man dazu sagen? Aussagekraft, weiß ich jetzt nicht, zwischen total irrelevant und nochmal irrelevanter. Also es war schön, so ein Spiel, aber durch die ganzen Pausen, die jetzt noch kommen, ich denke am 23. ist jetzt also am Donnerstag, nee, Entschuldigung, Freitag, der Freitag. 23. Freitag, ja. Freitag ist dann schon, glaube ich, der Urlaub. Das heißt, ich glaube, ihr wird bis zum 22. noch trainiert. So rum sind die letzten Trainingseinheiten. Dann geht es so am 1. ist wieder Auftakt. Am 2. geht es ins Trainingslager. Das vielleicht schon mal als Vorblick auch dann. Geht es schon die Mannschaft ins Trainingslager. Ja, weiß ich nicht. Ist natürlich immer ganz schön, so ein Testspiel, aber außer Kraft hat wenig. Was ich vielleicht nochmal mit dir drüber sprechen wollte, weil das ein wichtiges Thema ist, Torhüter. Ja, ihr wisst ja unsere Situation, Pavlenka, etc. und so weiter und so fort. Aber wo ich darauf eingehen möchte, ist halt etc. immer noch Vertragsstatus sozusagen in Schwebe. Könnte natürlich auch nochmal vielleicht jetzt zum anderen Verein gehen. Und Dos Santos soll auf jeden Fall abgegeben werden, falls sich da was ergibt. Ansonsten haben wir nur die Nachwuchstorhüter mit 18 und 19. Ja, was muss Werder dafür
dich jetzt nochmal tun, auch in den nächsten 6 Monaten. Pavlenka jetzt wieder mit diesem Rücken-Hexenschuss-Problem, angeblich nicht das gleiche wie zuvor bei der EM, wo er da nicht mehr mit teilnehmen konnte, 2021. Aber wird auch nicht jünger. Da muss natürlich schon so ein bisschen was kommen. Auch für, bei Zetterer kann man sich auch nochmal vorstellen, der 27, dass er vielleicht nochmal den Verein wechseln möchte, oder? Ja, ist eine schwierige Problematik, definitiv. Wenn Pavlenka ausfällt, ich bin ja ein totaler Pavlenka-Fan, das weißt du, dann für mich reißt du auf jeden Fall noch. Du hast angesprochen, Zetterer ist 27, okay, ist noch ein wunderbares Torwartalter. Wenn du ihm dann die 100-prozentige, das 100-prozentige Vertrauen gibst, ist auch gut. Aber ich finde jetzt, so ein Zetterer ist ein Durchschnittstorwart, sage ich jetzt mal so. Ein Pavlenka gefällt mir auf der Linienreiber besser wie ein Zetterer. Zetterer kann besser Fußball spielen, aber sonst ist doch 1-gegen-1-Situation. Und auf der Linie ist der Pavlenka auf jeden Fall besser. Sollte er jetzt länger ausfallen, bleibt Werder, glaube ich, nichts anderes übrig, als Zetterer dazu ins Tor zu stellen. Aber wen willst du da holen? Du kannst ja nicht den 18-19-Jährigen da ins Tor stellen. Und jetzt hast du mich auch gefragt, mittelfristig sollte man sich einen guten Torwart dann auf jeden Fall noch besorgen, sage ich jetzt mal so. Also ja, so ein Format, wie der jetzt bei Manchester City spielt, der ehemalige Torwart von Bielefeld, Ortega, ne? Ortega, ja, genau. Also so ein Format, finde ich, könnten sie sich dann oder mal im Ausland umgucken, definitiv, dass sie sich da echt einen guten Torwart holen. Also Zetra ist ein Funskerl, ist ja auch, glaube ich, Kumpel von vielen, ne? Das sieht man ja. Auch bei den Jubeln da ist Zetra immer der Erste, der dabei ist, bei Aufstiegsfeier, bei Torjubel und so weiter und so fort. Ich sag mal, muss ein Funskerl sein, aber ich glaube, leistungstechnisch, er hat auch 10 Spiele in der zweiten Liga gemacht, war jetzt nicht derjenige, wo wir gesagt haben, boah, richtig geil, richtig geil. Nee, ja, du hast mittelfristig gefragt, mittelfristig würde ich mir einen gestandenen Torwart holen, der ja, und wenn du im Ausland guckst, ich war ja selber in der Bundesliga, ich gehe jetzt gerade die Torhüter in der Bundesliga durch, wen willst du da großartig holen? Wer spielt gegen Abstieg? Ja, den Schalker Torwart brauchst du auch nicht holen, sage ich jetzt mal so. Den Stuttgarter Torwart, weiß ich nicht, ob er den holen muss. Also ich bin bei dir, dass mittelfristig was passieren muss, aber eine Personalie, einen Namen, kann ich dir jetzt definitiv nicht nennen. Ja, also weil ich sehe das halt dahingegen, falls er dann auch weggehen sollte, ist jetzt einfach nur mal eine Vermutung. Wir bräuchten ja noch jemanden, der ja auch irgendwie vielleicht jetzt mal 25 ist, vielleicht auch noch ein bisschen noch mehr Ambitionen hat, weil man muss dann auch mal gucken, wie es mit Pavlenka weitergeht, wenn der jetzt vielleicht noch 2 Jahre das macht, dass du halt jemanden hast, der danach rückt und der dann immer nicht irgendwie 21 ist. Seien die beiden Torhüter-Talente sind so großartig, dass sie quasi hier alles in Grund und Boden halten. Das kann natürlich auch sein. Aber dass man da irgendwie mal so ein bisschen was hat, sonst hat man so dieses, ich weiß nicht, diese Position muss halt auch irgendwo befüllt werden, perspektivisch. Ich sehe da Pavlenka jedenfalls nicht für 5-6 Jahre, auch wenn er vielleicht so lange spielen könnte. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, auch gerade im Bremer Spiel unter Ole Werner würde sicherlich auch eine andere Art des Torwarts ganz gut tun, der nicht nur die Bälle auf der Linie hält, sondern vielleicht auch die Spieleröffnung mitgestalten kann. Wir spielen ja meistens mit der Fünferkette, da ist es nicht ganz so schlimm, aber du verbrauchst natürlich ein paar Spieler und man hat es jetzt auch, weil du kurz angesprochen hast, habe auch viel Taktik-TV geguckt, war dann mal sehr interessant. Auch eine Fünferkette könnte es natürlich auch anders spielen. Ja, wenn der Torhüter da stärker einbezogen wird, könnte der mittlere Spieler auch so ein bisschen weiter nach vorne gerückt spielen, also fast ein Sechster. Alles natürlich jetzt sehr philosophische Ansätze, aber taktisch sicherlich nicht uninteressant. Aber dafür bräuchte man halt dann auch mal nochmal einen Weitblick mittelfristig, vielleicht in Richtung 2 Jahre, dass man da noch eine Alternative hat. Dann haben wir noch ein paar so ein bisschen Personalien, zum Beispiel Duxch, der ist jetzt wieder fit im Training, ist er auch ganz gut, ein paar andere sind noch angeschlagen, bitten kurz zum Beispiel ab, alle haben so ein klein paar Wehwehchen, aber geht natürlich jetzt noch nicht ganz so weit, weil, wie gesagt, Training sind jetzt nur noch ein paar Tage. Und dann, was ich noch sagen wollte, vielleicht als interessanter Punkt, wir hatten das Thema Jung und Vertragsverlängerung schon auch vor, ich glaube, 2 Monaten fast angesprochen. Aber da stockt es und man munkelt so ein bisschen, dass da vielleicht noch Alternativen auf dem Zettel sind, die auch ablösefrei kommen und dass man dann nochmal einen Zwischenspieler integrieren möchte zwischen Jung und Buchanan, ja, auch vom Altersstruktur her. Also da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Werder macht, glaube ich, schon jetzt sozusagen viel Planung für ablösefreie Spieler, was man so hört, Richtung Sommer. Ist natürlich dann sehr wichtig, wie man aus der Winterpause kommt und wie man dann punktemäßig dasteht, sodass man sagen kann, okay, wir spielen erste Liga und dann würden wahrscheinlich diese kostenlose Wechsel auch eher kommen, als wenn nicht. Aber Jung ist ein spannendes Thema. Mal sehen, ob da im Trainingslager dann noch eine Vertragsverlängerung kommt oder nicht.
Ja, ich befürworte das natürlich, weil der Junge ja mein absoluter Lieblingsspieler ist. Ich finde es echt schade, dass sich das so lange hinzieht. Ich bin auch, mache mir auch Gedanken, woran liegt das? Will er vielleicht viel zu viel Geld haben? Will er das Geld nicht zahlen? Ja, ich finde, eine Alternative ist da mit Buchanan. Wollen sie noch eine Alternative haben? Stelle ich jetzt mal, ist für mich ein großes Fragezeichen, was du gerade gesagt hast, so ein Zwischenspieler Ja, vom Alter her, weißt du, dass du in Anführungsstrichen. sagst, okay, wir bauen nochmal einen, der 27 ist, Buchanan ist 21, Jung müsste jetzt, weiß ich nicht, gerade 31 sein oder so. Ja, okay. Ja, das ist ja auch immer so ein Problem. Wenn du jetzt so mal ganz junge Spieler hast, Anfang 20, dann hast du vielleicht welche Anfang 30, hast du natürlich 10 Jahre Unterschied, ist ja oft ein bisschen viel, weil du dann diese Zwischenstation nicht hast, weil ja vielleicht Anfang 20-Jährige, wenn es kein Supertalent ist, erstmal noch vielleicht 2 Jahre braucht, um so ein bisschen herangeführt zu werden. Ne? Aber ich sage mal so, da hätten wir auch noch einen Agu, ne? Auf jeden Fall in der Position, sage ich jetzt mal so, der keine guten Leistungen gebracht hat. Ja, aber er geht jetzt Ja. wieder in eine komplette Wintervorbereitung rein. Da kann er sich ja auch wieder, was weiß ich, wieder die Form antrainieren und eine Alternative sein. Ein Mbom kommt, glaube ich, jetzt auch wieder. Ne? Okay, der wird nicht Ja. Linksverteidiger spielen, das ist schon klar. Aber der hat jetzt auch wieder eine Alternative, dass du es dann auch irgendwie verschieben kannst. Auf jeden Fall. Und deshalb, ich finde es jetzt nicht so relevant, dass man da noch so einen Spieler holt. Aber man wird es erleben. Ich bin nur froh, Sepp, bevor du weiterredest, dass Max Kruse nicht kommt. Da bin ich ganz ehrlich, greife ich jetzt sofort vor. Auch die Meinung der User ist natürlich jetzt sehr, sehr gefragt, was ihr dazu sagt, dass Max Kruse nicht kommt. Also ich finde es gut. Nochmal, Max Kruse, wenn er fit ist, bringt er jede Mannschaft weiter. Jede Mannschaft, ich sage auch Bayern München, wird er weiterbringen. Aber ich habe das große Problem. Ich finde das so stark seit der zweiten Liga, was für eine Mannschaft wir sind. Das hat man auch in der Doku gesehen, wie zusammengeschweißt die Mannschaft ist. Auch wenn es da Theater gibt, lösen sie das gemeinsam, gehen raus, gewinnen die Spiele. Und ich glaube, Max Kruse, warum auch immer, hätte definitiv das Mannschaftsgefüge auseinandergebracht. Deshalb bin ich persönlich froh, dass Max Kruse nicht kommt. Ja, dann fleißig reinschreiben eure Kommentare dazu. Ich muss auch sagen, was ich jetzt so dann nochmal auch in so ein bisschen kleiner Rückblick auf die Saison gesehen habe. Wir haben ja auch ein paar andere Themen, wo wir uns so ein bisschen drüber aufregen, zum Beispiel bei Duxch und den fehlenden Kopfbällen. Nehmen wir das mal. Was ich jetzt aber auch sehe, so wie du, Kruse ist halt einfach lange aus dem Spielbetrieb. Ich fand, jetzt muss man nochmal den Wisch machen zur WM. Das sah man bei Ronaldo auch, wenn man mal ein Spiel gesehen hat, von denen er auch völlig neben der Spur war. Und ich glaube, Werder Bremen kann es sich nicht einfach nicht leisten, ich sag mal, den Kruse nochmal durchzuschleppen. Ja. Klingt zwar hart, aber der braucht mindestens so 1,5 bis 2 Monate im Spielbetrieb, bis der dann wieder auf so ein Level kommt. Und in dem Alter, da bin ich dann bei dir. Ich würde das auch nicht machen, weil wir müssen gucken, dass wir Grundlagen und viel Laufarbeit bewerkstelligen als Werder Bremen, damit wir da wieder unsere Stärken haben. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade so als kompakte Mannschaft, die so ein bisschen zusammenhält. Ich mache jetzt nochmal wieder den Vergleich, ne? Ähnlich wie bei Marokko. Auch jetzt keine absoluten Superstars, aber sehr weit gekommen. So hat es Werder in der Saison ja auch bisher sehr gut gemacht. Und ja, das ist von zentraler Bedeutung. Und da muss man viel arbeiten im Trainingslager. Viel laufen, ja. Für mich ist es weiterhin Laufsport, das ist ganz einfach, Fußball, immer viel laufen. Klar muss man auch mal den Ball passen. Gut wäre es auch, wenn jemand mal einen ausspielen kann, so wie natürlich bei uns auch mit Weiser, ja, der dann sowas beherrscht. Und das reicht dann schon. Füllkrug vorne, der schießt dann die Tore. Also ganz einfach, Fußball total, so wie auf dem Schachbrett hier oben, hinter mir, ganz einfache Sache. Ja. Ich glaube auch, wie gesagt, nochmal einen letzten Satz dazu, Sepp, dass er auch charakterlich, glaube ich, nicht in die Mannschaft passen würde, weil er halt nicht dieser totaler Kämpfertyp ist. Wenn er irgendwann keinen Bock mehr hat, glaube ich, es gibt auch nicht mehr Gas, so richtig viel Gas. Und guck mal, wie viele Tore wir in der letzten Viertelstunde gemacht haben, in den letzten 5 Minuten gemacht haben. Ein Füllkrug, auch durch die WM wird er sich charakterlich meiner Meinung nach nicht verändert haben. Der wird weiter kämpfen, Gas geben. Ein Weiser gibt weiter Gas. Hinten ein Friedel gibt weiter Gas. Jetzt nennen wir nur ein paar Schützen der Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass der Kruse damit auf ein Level gewesen wäre. Deshalb alles gut. Lass die Mannschaft so weiterleben. Da ist Musik drin. Die haben guten Trainer auf jeden Fall, der die Mannschaft auch geformt hat. Und da brauchen wir keine Außenstörfeuer. Also alles gut. Definitiv. Also charakterlich, glaube ich. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ist klar, aber was man so mitkriegt. Und dann hat er hier die Poker-Geschichte, dann hat er hier YouTube-Videos, die er jetzt mit seiner Frau dreht und so weiter und so fort. Ich glaube, das hätte charakterlich nicht gepasst. Deshalb, Werder Bremen hat alles richtig gemacht in der Personalie. Schon ein schöner Übergang mit Ole Werner, weil da gibt es ein sehr gutes Interview, ist auch verlinkt, Butten und Binnen,
glaube 15 Minuten sogar, könnt ihr auch nochmal einen Text so ein bisschen verkürzt euch anschauen. Sehr interessant, wo er auch nochmal auf einzelne Themen angeht, Füllkrug und auch, wie es dann war bei Werder, die Top-Ereignisse. Was ich sehr interessant fand, einen Satz nochmal rauszunehmen, war, dass er dann auch nach dem ersten Arbeitstag gesagt hat, als er bei uns angefangen hat, zum Patrick Kohlmann, ein Co-Trainer, so, ja, wir haben ja richtig gute Leute, hier können wir richtig was bewegen, so, und, so in etwa. Und ich glaube, da ist der Spirit einfach ja, cool und der will halt weiter da Gas geben und zusehen, dass der die Leute verbessert, sodass er auch Werder einfach erfolgreich ist, auch in der Zukunft. Ne? Viel interessanter, Sepp. Wut und Bin habe ich nicht gelesen. Ich habe aber ein viel, viel interessanteres Interview gesehen. Ich muss noch einen drauflegen. Das ist Weserstrand mit der Bärbel Schäfer. Die führt er durchs Programm und im Café Sand heißt das Weserstrand. Da kommen nur berühmte Persönlichkeiten aus Bremen. Da war auch schon Arne Zeigler da. Da war die Tatortkommissarin da aus Bremen. Und jetzt gibt es eine 56-minütige Sendung. Müsst ihr googeln unter Weserstrand-Interview mit Ole Werner, der halt im Café Sand dann auftritt. Und da wird ein, wie gesagt, 56-minütiges Interview mit ihm geführt und überragend. Da sagt er auch, wie wohl er sich in der Stadt fühlt, wie du es ja gerade auch angesprochen hast, dass er sich den richtigen Verein ausgesucht hat. Das wusste er schon noch seit 2-3 Tagen, was die Stadt von ihm erwartet, was der Verein von ihm erwartet, was er aber auch von dem Verein erwartet. Ein total super Interview. Ich habe da echt an seinen Lippen gehangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, richtig, auch mit noch Quizfragen dabei und so weiter und so fort. Richtig geil. Guter Tipp, Jungs, müsst ihr euch alle auf jeden Fall angucken. Weserstrand im Café Sand, googelt das. Super Interview, 56 Minuten lang. Dann packen wir das auch noch mit rein in die Shownotes für euch. Da sind auch unter anderem bei der Deichstube noch ein Ausländer-Spezialquiz für Werder Bremen dran mit speziellen Fragen, wie zum Beispiel, wer der erste ausländische Profi bei Werder war. Könnt ihr euch auch mal angucken. Hat es da teilweise in sich. Gar nicht so einfach, das zu beantworten. Was ich aber noch erzählen wollte, ganz kurz nochmal Füllkrug. Da gibt es auch schon das Thema, weil wir ein bisschen über Transfers mal reden, dass man sagt, okay, der Kollege Undaf, der jetzt bei Brighton spielt und vorher relativ bekannt geworden ist, ja in der letzten Saison, weil er in Belgien so gescored hat. Und jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber der hat quasi den Außenseiter ja fast zum belgischen Meistertitel geschossen. Der soll natürlich auch in den Notizbüchern bei uns stehen, falls es doch etwas Unmoralisches gibt für Füllkrug, dass man ihn da vielleicht nochmal ausleihen kann oder so, weil der bei Brighton in der Premier League fast gar nicht spielt oder nur Kurzeinsätze hast. Also sicherlich sehr interessant, ist, glaube ich, 26, 27, war erstmal unter ferner Liefen auch in Deutschland längere Zeit, aber war dann mit einer atemberaubenden Saison, ich glaube 23 Saisontore und 10 Vorlagen in Belgien ja so ein bisschen durchgestartet. Das vielleicht nochmal als ein Thema. Und dann nochmal ein sehr interessantes Thema bei Fabio Sciarodia, so Ausstiegsklausel. Genau, und zwar ist die so interessant gemacht, deswegen frage ich dich auch mal, habe ich jetzt selten gehört, die erhöht sich quasi nach Bundesliga-Einsätzen. Jetzt hatte der, glaube ich, erstmal nur einmal gespielt, paar Minuten und schlussendlich wäre sie jetzt, bei der Bild-Zeitung, wo das so ein bisschen so extrem ausgedrückt, relativ günstig zu haben für 1 Million, aber es ist anscheinend pro Einsatz eine Vervielfältigung dieser Millionen oder von mir aus von Hunderttausenden, wie auch immer. Sprich, wenn er jetzt mal 10-mal spielt, wird er wahrscheinlich dann eher 5 Millionen kosten als Beispiel. Also finde ich ein sehr interessantes Modell, habe ich es auch so nie mitbekommen, aber dass es eine Ausstiegsklausel gibt, ist wohl relativ bekannt. Und der ist jetzt ja auch die Tage dann bei diesem großen italienischen Lehrgang, ich glaube mit 2x30 Spielern oder 1x45 oder so, wo der nochmal so eine neue Nationalmannschaft formen will. Der Mancini, also sehr, sehr interessant und wir müssen halt gucken, dass der öfters mal dann auch seine Einsatzchancen bekommt, dass mindestens die Ausstiegsklausel relativ hoch ist. Ja, interessantes Modell, habe ich auch noch nie von gehört, da höre ich jetzt gerade das erste Mal, definitiv, aber ob er echt die Chance kriegt, dass er öfters spielt, ist, glaube ich, meiner Meinung nach dahingestellt. Da muss sich schon einer verletzen von den Stars da hinten aus der Dreier- bzw. Fünferkette. Ich glaube nicht, dass der irgendwann mal ein Spiel von Anfang an machen wird. Glaube ich nicht. Ja, aber anscheinend reichen ja auch die Kurzeinsätze, um das zu machen. Aber wir wissen das nicht genau, aber ist jedenfalls mal, es gibt immer wieder anscheinend unterschiedliche Modelle, die das dann so haben. Ja, warum muss man sagen, die Nachfrage nach ihm war ja sehr groß. Also schon letztes Jahr, glaube ich, hat er den Vertrag verlängert gehabt. Da waren ja viele Vereine dran, aber auch für den ist es natürlich sinnvoller, sagen wir mal, bei Werder vielleicht noch 2 Jahre zu spielen und dann irgendwo hinzugehen
erstmal anzukommen im Profibereich, als sich jetzt verrückt machen zu lassen, weil es gibt ja genug 18-jährige Talente oder so, die dann schnell verschwinden. Ja, das stimmt, das sagst du. Was ich noch sagen, endlich mal was Erfreuliches, was ich ja auch öfters mal gepriesen habe: Mitgliederzahlen, Scoop. Es ist ein Wunder geschehen. Werder Bremen, endlich mal wachsende Mitgliederzahlen. Wir haben jetzt über 42.000, ich glaube 400 Mitglieder. Das ist ein neuer Rekord bei Werder. Endlich geht es mal aufwärts. Also die letzten guten Ergebnisse der letzten paar Wochen haben wir jetzt auch mal Werder dazu genötigt, mal eine Pressemitteilung rauszuhauen. Also wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben ja dann diesen Flow mal in den Nullerjahren gehabt, auch Kampagne und entsprechende Titel, aber danach stumpfte das ja alles ab und viele Vereine haben ja schon locker über 50.000 bis zu 70.000, 80.000 oder noch mehr Mitglieder und das ist ja auch alles ein bisschen Geld, also von daher geht es langsam voran, auch bei Werder, auch ganz schön, dass man mal sowas hat. Nein, ja, finde ich gut. Ja, das ist auf jeden Fall was Cooles und ein Highlight habe ich auch noch mal kurz vorher rausbekommen, das war auch sehr interessant, ist auch noch verlinkt und zwar Toni Kroos hat jetzt wohl während der WM, war der auch ja irgendwie da so ein bisschen aktiv als Kommentator, aber der hat jedenfalls bei einem Beitrag, hat er seinen Ruheraum gezeigt von Real Madrid, anscheinend hier für die Vorbereitung aufs Spiel oder was auch immer, aber am Stadion, ich weiß nicht, ich habe es mir jetzt nicht weiter genau angeguckt. Viel wichtiger ist das, es ist quasi sozusagen sein eigener Raum, ja, wie so ein Hotelzimmer. Was für ein Weltklasse-Kissen liegt bei dem auf dem Bett? Ein Werder-Kissen natürlich. Ja. Ich war als Kind jahrelang Werder-Fan, das weiß ich auf jeden Fall. Das genau, ich schon richtig geil. Ne? Überall Real Madrid-Sachen, aber so ein fettes Werder-Bremen. Weltklasse, da kriege ich ja schon fast Gänsehaut. Ist ja, ja. Genau, auch könnt ihr euch mal angucken. Ich glaube, das Video geht nur 1,50 und dann nach einer Minute oder so sieht man kurz so eine Sekunde Werder. Richtig geil. Ist aber richtig cool. Und dann wollte ich euch nochmal sagen, jetzt sozusagen als Ausblick, wie wir jetzt noch weitermachen die nächste Zeit. Wir wollen nochmal auf jeden Fall in der nächsten Woche so ein ganz kurzes kleines Statement, Mini-Rückblick und quasi euch nochmal einen guten Rutsch wünschen. Das machen wir dann nächste Woche definitiv. Bevor wir euch jetzt entlassen, vielleicht noch zwei wichtige Hinweise zu den Testspielen. Die will ich jetzt schon mal nochmal loswerden. Testspiel am 4.1. gegen St. Pauli um 15.30 Uhr und Testspiel gegen St. Gallen am 8.1. um 15.30 Uhr. Die beiden schon mal sozusagen im Kalender an. Kreiden, jeweils wahrscheinlich auch bei YouTube oder Werder TV zu sehen. Ganz wichtige Spiele innerhalb dieses Trainingslagers, was wir noch haben. Und dann würde ich fast sagen, ja, euch hier schöne Weihnachtstage. Kommt auf jeden Fall mit vielen Werder-Geschenken zurück hier bei uns in den Podcast, in YouTube, in das Format rein. Und der Scoop, der haut jetzt nochmal richtig einen zu Weihnachten raus oder kurz vor Weihnachten raus. Und wir sprechen uns dann nochmal zum Ausgang in einem ganz kurzen, knapper Episode dann nächste Woche. Macht's gut, schöne Weihnachten. Ja, den Rausschmeißer mache ich. Natürlich einen romantischen Rausschmeißer kurz vor Weihnachten. Ich wünsche natürlich allen Werder-Liebhabern, allen Werder-Sympathisanten, allen Werder-Fans frohe, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Genießt die Zeit und lasst euch natürlich irgendwas von Werder schenken. Und wenn ihr nichts von Werder geschenkt bekommen habt in den Weihnachtstagen, dann ist eure Aufgabe am 27. Dezember sofort im Fanshop sich selber irgendwas bei Werder zu bestellen, weil der Weihnachtsbaum ohne ein Werder-Geschenk geht natürlich gar nicht. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Grün-weiße Fahne overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, Wonderwall.
Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwalls. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.